Willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound. Einmal dieses Rein- und Raustapperei hier als Kontrolle, ey. Naja. Ist halt nun mal so. Ich habe mir schon mal ein bisschen Wolframerz. Kupfererz aufgenommen, um da. Was? 20 Stück? Was brauche ich denn dafür? Zwei brauche ich davon. Und Wolfram wollte ich ja auch mal mit. Schauen, ob ich das hier irgendwo finde. Aber ich denke, man, das finde ich nicht so einfach. Das Ganze, so. Ach, Menno, ja. Ich kann ja das so nicht mitteilen, sondern so muss ich das machen. Dann werden wir nämlich als erstes nämlich erstmal unser Zeug abliefern. Was nämlich die, ne? Jetzt wird's technisch hier. Eben 10 Kupfer bauen. Eben. Folgequest. Machen wir das mal so. Muss ich da nämlich erstmal zu dem anderen Planeten wieder rübergehen. Kann man nämlich nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwas mit haben. Denn. Ach ja. Ponybo. Was ist denn das? Achso, die Erbsen können wir ja zu so einem Dings machen. Kochter Reis herstellen. Ja. Kann man auch mal so mitmachen. Jetzt noch mal 6 Stück hier kochen mit. Wunderbar. Kann man nämlich zumindest hier den Reis mal mit rausschmeißen und einen Großteil von dem essen. Und können die denn immer mal hier mit verschlingen, diese komischen anderen Sachen. Upp. Bringt zwar nicht sehr viel, aber wir haben da zumindest ein bisschen mehr. Denn erstmal. So, wir müssen ja erstmal wieder zu diesem blöden Tor da hin, ey. Dass wir da rüberkommen. Da werden wir erstmal hier schnellstmöglich rüberfinden, irgendwie, hoffentlich. Dass wir da. Tschung. Aber nicht. Schaffen wir das auch hier, ey. Ach stimmt, ja, da sind ja noch so eine vielen rausgekommen. Na. Pup, pup. Der wieder hinkommt, nehme ich auch nicht raus. Scheiße, muss ich mir nochmal ein paar Salben machen, ey. Apropos Salben, ja. Können wir hier kurz mal durch. Und ein paar Salben herstellen können. Na. Uiuiui, das muss ich auch mal verbessern, da den Durchgang, ey. Oder kann man irgendwie anders hingehen, ne? Dass man da ein bisschen besser, dass man nicht immer da hin und her springen muss. Weil ein anderes Tor habe ich ja hier nicht. Weil da muss ich so oder so immer von da nach da springen und von da nach da. Das ist immer ein bisschen lästig, das Ganze. Honey! Wo war denn der Scheißbootfässer gewesen? Da oben, oder? Was ist der hier gewesen? Teilgebracht, wunderbar. Mit ihnen sollte die Sprinttech fertig für den Gebrauch sein. Aber es gibt nur noch einen Weg, dies herauszufinden. Und wie? Meine Sprinttech muss ausgiebig getestet werden, bevor sie in die Massenproduktion gehen kann. Würde es dir was ausmachen, sie auf Herz und Nieren in meinen Hinderniskurs zu testen? Spreche mich wieder an, wenn du bereit bist. Und ich kann dich dort hinbringen. Bist du bereit, den Hinderniskurs zu absolvieren? Ready. Mal gucken, was das ist, ey. Hoffentlich gehe ich nicht drauf, ey. So, dieser erfordert die Verwendung der
Dash-Technologie, die dir gegeben wurde, um sie zu verwenden. Drücke A oder die doppelt um schnell nach links oder. Achso. So, aha. Türen scheinen einen sehr kurzen Timer zu besitzen. Es ist löblich, dass du die Absicht besitzt, solche Frustrationen durchzuhalten. Nein. Oh, da muss ich. Ah, zum Glück haben sie es gemacht, ey. Zum Glück kann man da wieder zurückgehen. Boah, das ist ja mal, ey. Da muss man aber mal ganz schnell sein, ey. Das wird scheiße. Da muss man ja durchsprinten, denn. Och nö, ey. Was ist denn das, ey? Gleich auf hier. So. Mensch. Wenn man da nicht direkt bis ran steht, ey, dann. Ja. Boah, ey. Ey, das ist ja mal. Ablesung tätig darauf hin, dass sie sind nicht tödlich, aber jeglicher Kontakt, bla bla bla. Oh. Toll. Langsam ein. Na toll, jetzt kann ich das auch vergessen, oder? Dum 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 dum. Genauer abpassen. Los, komm. Ah, scheiße, ey. Die verlangsamen einen wirklich einen so dolle, ey. Zum Außenport. Jawohl, geschafft. Das ist doch mal was, ey. Schöner Parkourlauf, ey. Da kommt es wieder auf Geschicklichkeit drauf an. Dann. Ja, er folgt mir hier nicht alle, Mann, ey. So, die Sprinttech scheint perfekt zu funktionieren. Wunderbar. Bitte behalte diese Tech als Zeichen meiner Anerkennung. Ich habe auch noch weitere Prototypen, die getestet werden müssen. Also besuch mich mal wieder, wenn du bereit bist. Okay. Wollen wir noch einen machen? Mal gucken, was er noch so hat. Ups. Ich arbeite an einer neuen Tech, die es dem Benutzer ermöglicht, einen Sprung mitten in der Luft auszuführen, um unglaublich neue Höhen zu erreichen. Unglücklicherweise benötige ich noch ein paar Komponenten, um es fertigzustellen. Könntest du mir 10 Silberbahnen bringen? Machen wir doch vor allen Dingen denn nochmal so einen Doppelsprung, ey. Das ist doch mal. Das ist mal interessant, ey. Meine Fresse, ey, da wäre ich aber subsi an, ey. Das
Das wäre aber mal beinahe nach hinten losgegangen, ey. Achso, I drücken. Ich lerne das nie irgendwie, ey. Achso, hat auch schon hier drin genommen, wo ich es hin haben möchte. Das ist ja mal schön. Erstmal da mal ein bisschen, erstmal was. Hupsala. Hallo? Läufst du mir hier hinterher oder was? Oh. Das hat sich ja immer gerade angehört, ey. Achso. Stop Teleshop. Schiff. Outpost the Ark. Was ist denn das? War das nicht hier der. Das war das gewesen. Gut, okay. Ich kann mich bloß zum Schiff beamen und dann wieder runter beamen, aber ich kann mich glaube ich nicht zu dem anderen Tor beamen. Man. Mietzi! So, runter beamen! Beam mich runter, Scotty! Er möchte da noch 10 Silberbahnen haben. Ihr seid hier noch alle schön oder was? Ja, alle noch schön frischlich. Wunderbar. Aber ich muss so oder so gucken, dass ich da vernünftige Waffen herkriege. Holztüren? Nee, wo waren das gewesen, wo das hier unten war? Ups. Gießkanne. Hier. Den Jagdbogen wollte ich ja haben. So, dafür brauche ich aber eine Schnur. Die kriege ich wieder hierher. Und da brauche ich Pflanzenfasern. Herstellen. Einmal nur. Watte, Baumwollfasern, Gewebe, Watte. Pflanzenfaser. Oh, blaue Farbe. Aha. Leere Flasche habe ich alles nicht. Jagdbogen, Kupferbahn brauche ich davon einen. Typ. Wie hält er denn seine Jagdbogen? Herstellen. So, Jagdspeer. So, du hast einen Bogen erhalten, ein Monster hiermit zu erhöht deine Chance, Fleisch und seltene Materialien. Aha. Zu ergattern. So, Jagdspeer brauche ich, Baumstamm, 3 von 2, ja. Pflasterstein brauche ich auch noch ein bisschen was. Dann müssen wir so oder so mal wieder ein bisschen Holz sammeln, ja. Oh, das Zeug ist auch schon wieder fertig, ja. Dann können wir hier die alle wegmachen, können die nochmal neu pflanzen. Baumstamm, 11 Stück. Können wir dann nämlich ein paar herstellen. Setz Link bloß ein, du bist mal gemein, ey. Setz Link 2, können wir uns erstmal aufheben, dann. Weil hier 4 Stück hinpflanzen wieder und dann ist gut. Mehr brauchen wir da erstmal nicht. Ja, komm. Sei artig spielen. Weil normalerweise bräuchte ich auch bloß ein Setzling, aber wenn ab und zu mal ein 2 herauskommen, dann. Ist es dann doch mal ein bisschen von Vorteil, denn nee, warum das blöde Zeug? Setzling hier 5-mal schaffen wir hier 5-mal hinzustellen. 1, 2, 3, 4, 5. Passt doch. Wenn das ein 5er so ist, dann passt das eigentlich auch. Oh, Kartoffel nehmen wir auch mit, das nehmen wir auch mit, das nehmen wir auch mit. Wir nehmen ja alles mit. So, auch mit, auch mit, auch mit. Dann kann man nämlich A gleich die Kartoffel wieder hier reinpflanzen. Und B noch die das Ganze hier gießen. Kupferkabel bräuchte. Ich habe gedacht, das wäre eine Dings. Na. Eine Gießkanne. Müssen wir erstmal hier gießen, schön alles eher. Ja, vor allen Dingen, ich wundere mich ja schon, warum das hier so leuchtet, eher. Würde ich mich mal vielleicht mal hinbuddeln, um mal zu gucken, was das da ist. Aber so langsam wird es doch mit der Nahrung.
Weil wenn ich jetzt sehe, wieder hier Kartoffel, kriege ich bloß eine raus, aber na gut, ey. Aber hier kriege ich wieder 6 Stück raus. Das ist doch hier. So viel kann ich schon fast gar nicht zu mir nehmen, wie ich hier überhaupt schon da drin habe, ey. Weil das ist ja mal hier dünn. So, voll. Das ist auch, halt mal. So, wieder anzünden hier. Weil, wenn ich hier sehe, hier noch was zu mir nehmen. Denn hier. Aber das reicht ja dann. Ne, das reicht noch nicht. Weil dann erstmal die Kartoffel. Und auch von dem dann noch was. Dann packen wir dich dahin noch mit. Dich dahin noch mit. Dann dich da essen. Das macht nur in so einen oder fast einen aus. Ja, ja. Ich sehe, dass so ausreichend ist. Mit einem vollen Magen wird sich dein Körper langsam regenerieren und sich heilen. Aha. Voller Bauch. Ich kann nicht mehr essen. Naja. Ist ja auch mal schön. Jagdbogen. Das werde ich mal damit reinpacken. Ich wollte ja aber eigentlich hier noch ein paar Jagdsperre mitmachen. Wie viel kann ich denn machen? 18 Stück. Wenn ich 30. Ja. 30 Stück erstmal hier. Jagdsperr, 30 Stück. Tschung. Kann ich die wieder auf. Kann ich die wieder aufsammeln denn? Kann ich die nicht aufsammeln hier? Das ist doch mal scheiße. Das ist doch mal blöde. Vor allem keine Dingsanzeige, ja. Wir haben doch aber auch genügend Silber. Warum? Das will er ja als nächstes haben. Silbererz. 20 Stück sind 10 von den Bahnen den nachher, glaube ich. Wenn ich mich da recht entsinne, genau. Dann können wir das nämlich als nächstes mitmachen. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Böcklein. Dann müssen wir da noch ein paar Pfeile denn noch herstellen mit. Dass wir da in der Mine eventuell denn mal zurechtkommen. Aber das müssen wir noch sehen. Vor allen Dingen, wie viel Schaden der macht. Oder sieht man das eigentlich? Das müssen wir noch eigentlich sehen, oder? So, maximaler Schaden 8,1. Energie pro Schuss 30. So, sammle Fleisch und andere Sachen von Monstern. So, Schaden pro Schlag 6. Gut, 8. Also brauchst du da auch schon 2-3 Schuss mindestens. Um da die normalen Monster mitzumachen. Aber wenn ich den Fleisch rauskriege und das denn hier zumindest mit braten kann, was jetzt hier gekochter Fisch, gekochter Speck oder sowas ist, oder Schinken, geröstete Karotte, ja, lecker. Geflügel, wenn ich da so ein scheiß Papagei mal abschieße, hohe Rippchen. Ah, da können wir uns doch hier wirklich gut ernähren, denke ich mal. Da muss ich aber zumindest hier noch eine andere, noch ein paar Kisten mit basteln. Ja, das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Also bis dahin denn erstmal. Ciao.